everything changes. Halli, hallo, hallöchen, wir spielen wieder LS17 auf der PlayStation 4 Platinum Edition El Pajo, La Stancia El Pajo, genau. So, jetzt soll ich eigentlich mit denen schnell los. Wir sind am Maishäckseln. Ja, den Häcksler haben wir ausgemietet. Wir wollen eigentlich, ja, so schnell wie möglich das Zeug abfahren, damit wir den Häcksler eigentlich so schnell wie möglich wieder wegbringen können. Wir haben den um 5:30 abgeholt. Und ich würde den gerne bloß eine Stunde brauchen. Dann ist er nicht so teuer. So, wir fahren hier das Zeug zur BGA. Natürlich. Und ja, ich hoffe, wir machen da einen ordentlichen Gewinn später. Haben jetzt da extra eine Sämaschine gekauft, damit wir Mais anpflanzen können. Einen Häcksler gekauft, gemietet. Zur Ernte. Den Anhänger habe ich ja schon mal gekauft gehabt. Da war ich eigentlich der Meinung, damit der nicht funktioniert, weil es ein Mod ist. Lag aber am Mähdrescher, weil der eigentlich ein bisschen klein war und der Anhänger viel zu hoch, konnte das nicht reinladen. Deswegen diesen Anhänger wieder hier dabei. Und ja, ist ja gar nicht schlecht. 28.000 Liter passen da rein, war noch recht günstig. Sieht noch cool aus, finde ich. Und ist genau für die Arbeiten richtig. Wir fahren mit den Anhänger dann auch wieder Zuckerrohr. Mit dem Fliegel haben wir das schon gemacht mit dem Anhänger und der wird es dann auch machen können. So, wir müssen mal gerade schauen, ob wir den anderen, genau, den müssen wir jetzt schnell tauschen. Es muss immer, der Häcksler muss in Bewegung bleiben, damit wir keine Zeitverlust haben. So, wir koppeln schnell den Anhänger ab. So, machen den leeren ran und fahren dann natürlich den vollen nachher wieder weg. Wir holen jetzt aber erst den anderen Traktor, der bei hey, was mache ich? Bei der BGA steht. So, ich fahre noch meine ganze Ernte hier kaputt. So, häckseln können wir auch, wenn es grün ist. Ob denn genauso viel Ertrag bei rauskommt, kann ich gar nicht sagen. Aber wir haben jetzt das Gerät halt gemietet, also müssen wir jetzt das auch so nutzen. So, wo ist denn der andere? Hier. So, schnell zurück. So, damit wir wieder einen leeren Anhänger da haben. Wenn der andere voll ist. Sind jetzt natürlich auch nicht die schnellsten Traktoren hier mit ihren 40 km/h. Aber das reicht. Für den Anfang. Später kommt natürlich noch was dazu. So, die anderen Felder sind auch zum Ernten. Zuckerrohr ist abgeerntet. Wir werden jetzt das nächste Mal kein Mais machen. Wir werden dann irgendwie wieder was anderes machen. Und ja, mal schauen, was bei der BGR rauskommt. Wir haben natürlich auch bloß so einen kleinen Frontlader hier für einen Traktor. Ja, aber wenn da ordentlich Geld bei rauskommt, kaufen wir uns dann noch ein Feld dazu. Und ja, umso mehr Felder, umso mehr Ernte, umso mehr Gewinn. Und dann werden wir da auch wieder ein bisschen investieren. So. Muss da lang. Dann fahren wir gleich mit denen los. Der Häcksler ist noch unterwegs. Tipptopp. Alles im grünen Bereich. Traktoren laufen. Haben wir vorher natürlich Luftfilter sauber gemacht, Öl kontrolliert, Reifendruck überprüft, vollgetankt. Und dann geht's los aufs Feld.
So, auch der Anhänger hier geht zum Häckseln. Den nehme ich dann nachher für den Mähdrescher. Der sollte eigentlich dann funktionieren. Hab das noch getestet gehabt. Den Mähdrescher könnte man theoretisch auch noch zwischendurch gerade starten. Aber bloß so einen kleinen alten Massey Ferguson. Den ersten haben wir schon verkauft, der mit dazu war. Jetzt haben wir halt einen anderen. Mit einem größeren Korntank. Oh, jetzt kippt er noch nach hinten ab. Nicht nach hinten. Ich dachte, du kippst an die Seite. Das ist nämlich sehr gefährlich hier. Das ganze Gewicht da oben ist. Gut, hier wird er jetzt nicht umkippen. Aber im Realen würde ich da jetzt nicht so durchfahren. So, ich versuche gerade das hier noch ein bisschen anzuwalzen, wenn wir schon unterwegs sind. So, Tempomat wieder rein und ab zurück. Ich weiß nicht, der Häcksler wird wahrscheinlich schon wieder voll sein, aber jetzt muss er halt warten. El Tancia Lapajo. Langsam kann ich mir, glaube ich, den Namen merken. Cooler Name für diese Karte, Fährt er noch oder fährt er nicht mehr? Ich glaube, jetzt ist er stehen geblieben. So, ah, mache ich schon wieder denselben Fehler. Was ist denn heute los? Okay, einen leeren Anhänger haben wir noch. Haben wir das die Zeit schon wieder aufgeholt? Wir haben ja zwischendurch. Was haben wir eigentlich zwischendurch gemacht? Ah ja, wir haben ja noch die kleinen Anhänger gehabt. Fürs Zuckerrohr. Haben wir natürlich verkauft und den grünen Anhänger da gekauft. Genau, so war das. Deswegen haben wir da auf einmal hingen wieder hinterher. So, ich habe gemeint, wir schmeißen noch den Mähdrescher an. Dann kann der in der Zeit auch was machen. Und wenn er voll ist, dann muss er halt warten. Aber siehst du, Korntank geht alleine auf. Gut, ich denke noch, was wird denn das noch geben? 3, 4 Anhänger, wenn überhaupt. Und dann haben wir Mais geerntet. Und dann können wir da schon wieder das Feld bearbeiten. Einer kann den Mähdrescher leer machen immer und abfahren. Und ein anderer Traktor fährt dann natürlich, bereitet das Feld wieder vor. So, es ist 6 Uhr, wir haben jetzt eine halbe Stunde, glaube ich, sind wir da am Häckseln und fahren. Sollte eigentlich nicht länger gehen wie eine Stunde. Da bleiben die Mietkosten gering und unser Gewinn natürlich hoch. So, langsam füllt sich hier das Silo. Ganz langsam. Du
mal ganz darüber fahren. Okay. Fahren wir gleich wieder über das Silo zurück und drücken das schon ein bisschen an hier. Da wird es nachher kritisch. Bald komme ich nicht mehr rüber, wenn ich so weitermache. Wenn ich so weiter abkippe. So, wir schauen gerade mal. Der fährt noch. Der Häcksler ist noch unterwegs. Können wir noch zurückfahren? Jetzt sollte es eigentlich mit zwei Anhängern gehen. Da sollten wir eigentlich auf diese Distanz das schaffen, immer einen abzukippen. Und derzeit füllt er wieder ein. Aber ja, so noch ein Anhänger als Reserve ist natürlich nicht schlecht. Jetzt steht er, glaube ich. Sehe ich das richtig? Jetzt hat er angehalten. So, Ratzi Fatzi, sind wir da unterwegs? Okay. Jetzt aber. Kleine Missgeschicke können bei dieser Hektik natürlich schon mal passieren. Um mich da schnell rauszureden. Das Mähwerk ist abgefallen. So, ich glaube, viel gibt es nicht mehr. Ja, da haben die Traktorchauffeure hier zu tun, das Zeug wegzukriegen vom Feld. Sind auf jeden Fall schon richtig schön dreckig geworden. Finde ich cool. Sieht auf jeden Fall mal nach Arbeit aus, wenn alles schön dreckig ist. So, ich glaube, den werde ich jetzt nicht mehr voll machen. Wir nehmen jetzt den anderen Anhänger. Und den lassen wir jetzt für den Drescher. Okay. Nein. Jetzt. Ich steck fest. So, an die Seite wollte ich skippen. Aha, jetzt muss ich auch wieder zumachen. Oh, wo, da noch rüberkomme.
Puh, das wird schwierig. Nochmal da hochzufahren. Wir müssen von der anderen Seite hochfahren das nächste Mal. So, der Anhänger geht mal zum Mähdrescher, denke ich. Ein recht langes Teil hier. Mit drei Kornschieber, da geht was raus. Haben wir gerade gesehen, war nicht meine Absicht. Ich wollte nach links oder rechts abkippen. Und gibt halt keine Anzeige dafür, nach welche Seite man abkippt. Wäre noch so eine Option, damit man das irgendwie da in das kleine Symbol, ein, weiß ich, ein L, ein R und ein H und ein K vielleicht. Er steht, das ist nicht gut. So, jetzt müssen wir aber den Anhänger nehmen. Wie viel hat er denn noch? Der muss ja gleich mal fertig sein. Schon wieder. Jetzt. Okay, ich muss erst den leer machen gehen. Sonst wird es nichts mit unser Feld hier. Ja. Ich hätte gemeint, der müsste gleich fertig sein, aber das sah weniger aus, als es war. Aber wir haben nachher eigentlich einen schönen Batzen da, einen schönen Haufen da eigentlich im Silo drin, wenn wir nochmal hochkommen. Der Traktor ist eigentlich genauso schnell wie der andere, aber weil der so leise ist, denkt man, der ist viel langsamer. Okay, ein bisschen langsamer ist er. Nicht so viel Drehmoment, glaube ich. Da fehlt der Hubraum. Hubraum ist nur durch mehr Hubraum zu ersetzen. Jawohl. Ja, ein kleines bisschen länger werden ja die Wege zum Anfang. Mal gleich vorne an beim Feld. Jetzt sind wir ganz hinten. So, wir fahren hinten rauf, weil hier vorne, glaube ich, habe ich so viel hingekippt, da schaffe ich es gar nicht mehr voll drüber zu fahren. Okay, an der Seite kann ich noch vorbei. Gut zu wissen. Mann, eigentlich wollte ich noch was anderes machen, aber das Häckseln, das geht erstmal vor. Ja, vielleicht wird es noch knapp und wir müssen die nächste Stunde auch noch zahlen. Geld haben wir nicht mehr so viel drauf. Wo sind das eigentlich hin? War nicht nach vorhin noch 30.000 gehabt? Oder ist jetzt schon eine Stunde um? Damit sie uns was abgezogen haben. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das kann ja der Helfer jetzt nicht da 10.000 gekostet haben, oder? Ich glaube, die haben uns schon eine Stunde abgezogen.
Ah, falsches Gerät auch noch. Na, jetzt haben wir ja das Theater hier beisammen. Jetzt komme ich da nicht. Jetzt alles kaputt gefahren. Aber jetzt sollte es eigentlich reichen. Wir machen den blauen Anhänger doch noch mal voll. Weil dann sollte es eigentlich aufgehen. Ah, ich werde noch schnell den zur BGA bringen. Meine gut, jetzt müssen wir uns nicht beeilen, wenn sie uns schon wieder Geld abgezogen haben für die nächste Stunde. Können wir da gemütlich theoretisch machen. So, aber ich will ja auch fertig werden, also bringen wir hier das Zeug noch weg. Mal den Häcksler noch zum Händler bringen heute. Ja, und dann mit der Ernte fortfahren. Ja, Zuckerrohr haben wir alles verkauft, da haben wir nichts mehr. Mal schauen, ob wir sonst noch irgendwas haben, was wir verkaufen können, damit wir da noch ein bisschen Geld reinkriegen. Die Kühe, die produzieren ja dann auch Milch, da sollte noch, weiß gar nicht, ob da schon Plus rauskommt oder ob sie gerade so die Unterhaltskosten decken. So, wir fahren jetzt hier rauf. Ich stecke hier fast fest. Ich wollte es da eigentlich in die Seite reinkippen, aber das fällt da einfach nicht rein. So, der ist da noch fleißig dran. Ich muss schnell schauen. Vorsichtshalber schon mal in die Nähe bringen. Ach, wo ist er denn jetzt? Sieht noch lustig aus, das Rundumlicht da. Na toll. Nein! Jetzt bin ich da. Okay, es wird Zeit. Wisst ihr, was noch cool ist? Ich kann es auf dem Anhänger aufladen und direkt hier so einen riesen Batzen reinkippen. Fällt mir gerade so auf. Das ist nicht schlecht. So, jetzt wird der Häcksler, denke ich mal, voll sein, genau. So, jetzt machen wir keinen Anhänger mehr ran. Das letzte Stück, da fahren wir nebenher. Das sollte funktionieren. Ist ja bloß noch das Stückchen da und da die letzten drei Reihen oder was das ist.
So, komm schon, wenn du immer so langsam wendest, dann ist kein Wunder, wenn das so teuer ist bei euch. Oh, jetzt blockiere ich ihn auch noch. Immer denn, wenn es schnell gehen soll. Das ist ja nicht so einfach, das in echt zu machen hier und daneben noch herzufahren, nach hinten schauen, nach vorne schauen. Ich schaue jetzt bloß nach hinten. Okay, also. Fahren wir gleich. Komm mal hier hinten durch überhaupt. Das sollte ja schon. Da ist der Hof. Geht's da nicht zum Händler? Ist das die Abkürzung zum Händler? Eigentlich gar nicht. Okay, ich fahre völlig falsche Richtung. Der Shop ist da vorne. Bin ich sowieso weit weg? Ist das. Ah, das ist der da. Okay, ich kann ihn sehen. Ich dachte, das ist mein Hof. Hä? Wohl, es ist. Hier muss ich lang. Das ist das Gebäude da hinten. Wollte ich doch sagen. Völlig orientierungslos bin ich doch gar nicht heute. Okay, vielleicht geht es ja nächstes Mal mit einem größeren. Aber wenn wir einen größeren haben, bräuchten wir fast noch größere Anhänger. Oder einen schnelleren Traktor. Wenn der dann schneller voll ist. Puh. Jetzt schauen wir erstmal, was wir da mit verdienen können, was da rauskommt und dann entscheiden wir später. So, der Händler hat bis um 6:30 offen, wird noch knapp. So, wir fahren natürlich schön dort lang, die Straße lang. So, ungewaschen, leer, Tank leer, wieder zurück. Zurückgeben, okay. Okay. Hat uns jetzt denn, ja. Haufen Geld gekostet, muss natürlich auch ein Haufen Geld wieder rauskommen. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.